Guten Abend, meine Damen und Herren. Der israelische Verteidigungsminister Esa Weizmann hat heute die Absicht seines Landes bekräftigt, in der kommenden Woche den Friedensvertrag mit Ägypten zu unterzeichnen. Weizmann verhandelte heute in Washington über die künftige amerikanische Militärhilfe nach Abschluss des Abkommens. Der amerikanische Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski ist nach Kurzbesuchen in Saudi-Arabien und Jordanien in Kairo eingetroffen. Brzezinski hat bei seinem Werben für den Nahostfrieden nur Teilerfolge erzielt. Saudi-Arabien und Jordanien lehnen das Abkommen weiterhin ab. Im Gegensatz zu Jordaniens König Hussein will der saudi-arabische König Khalid sich jedoch nicht an einem Boykott gegen Ägypten beteiligen. In Laos wächst die Angst vor einem möglichen Krieg mit China. Die Regierung in Vientiane, die mit Laos verbündeten Vietnamesen und die Sowjetunion werfen China vor, an der gemeinsamen Grenze Truppen für einen bevorstehenden Einmarsch zusammenzuziehen. In sowjetischen und vietnamesischen Berichten hieß es, bewaffnete chinesische Kommandos seien bereits nach Laos eingesickert, um eine militärische Aktion vorzubereiten. Der Iran will sich nach seinem Austritt aus der zentralen Paktorganisation CENTO der Bewegung der blockfreien Staaten anschließen. Dem CENTO-Pakt gehörten bisher die Türkei, Pakistan, der Iran und Großbritannien an. Die Türkei und Pakistan sind inzwischen dem Beispiel des Iran gefolgt. Ein Regierungssprecher erklärte in Teheran, sein Land habe die Bewegung der blockfreien Staaten bereits schriftlich von den Beitrittsplänen informiert. In der Nähe von Moskau ist gestern ein sowjetisches Verkehrsflugzeug vom Typ Tupolev 104 abgestürzt. Die Maschine befand sich auf dem Flug von der sowjetischen Hauptstadt nach Odessa. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS teilte den Absturz mit eintägiger Verspätung mit und gab bekannt, dass das Unglück Menschenleben gefordert habe. Die Agentur machte keine näheren Angaben. Die Verkehrsmaschine kann bis zu 155 Personen befördern. Österreich.